Hallihallo, hier ist mal wieder Corazo. Wir sind zurück in Honey Bunny Camp, glaube ich, war das. Ich bin mir schon wieder unsicher, wie das Spiel heißt. Das sind schon wieder zu viele. Dann schicken wir mal jemanden einkaufen. Wo du studierst, hier fertig werden. So, du kannst nochmal cammen. Dann da nochmal einkaufen, dass wir ein bisschen mehr Zeug haben. Du wartest, du kannst dann auch nochmal cammen. Während das Geld hier einfach nur so rausfließt. So, he has cured her. SDCDSTD. Jetzt habe ich's. Sehr schön. Das ist echt geil. Nice. So. Naja, ist immer noch geil. So, aber ist jetzt auch grundsätzlich geil. Ah, das ist doch mal was. Achso, die müssen wir nochmal Fans machen schicken, weil sie hat hier noch den Subscribe. Ja, yeah. The fans would be earned from a photoshoot after performing a cam show. Also ich muss erst eine cam show machen, macht sie gerade, nach müssen wir mit ihr Photoshoot machen. Dann kriegt sie ganz viele Subscriber. Und zwar jetzt rüber mit dir. So, das beschleunigen wir sogar. Du kannst dich mal ausruhen gehen. Ach komm schon, schnell mit dem Fotoshoot hier. So, sehr viele, sehr schön. Du kannst dann dahin, du kannst dich dann erstmal ausruhen. So. Weniger Stress ist immer gut. Die Bros noch. Was ist das hier? Earn Style by Shopping? Nein. Okay, mal rein, noch sowas. Du musst dich auch mal ausruhen. Kannst wieder dahin. Dann nehmen wir eben hier mal ja so eine Bon, weißt du? Also sagen wir, müssen alle hier ein bisschen chillen, weißt du? Ein bisschen hier basic chillen hier. So, inzwischen haben wir eigentlich ganz gut Geld. Wir haben mittags, Mensch. Auf einer Hoffnung, dass wir jetzt nicht hier irgendwie böse Erwachen kriegen. Kapazität, also holst du Alkohol. Und du holst Zigaretten. Irgendwas müssen wir ja mit euch machen, Mädels, ne? So. Ich habe noch gar nicht heute Promo gemacht, fällt mir auf. Deswegen haben wir wahrscheinlich auch so viel Geld. So, Promo wollte ich rein. Milf, ja, Milf hat, glaube ich, relativ viel momentan. Aber es sind eh nur zwei hier, Milf und Dings, die sinnvoll sind bei uns. Also machen wir die zwei, hm? Achso, du bist schon wieder... So. Sagen wir mal, das gute Geld... Einer liegt über 2000 bereit, weißt du? Und keiner sammelt es hier so richtig ein. Helfen wir mal ein bisschen. Wird ja nicht weniger, was da rumliegt. So, we ran out of steroids. Oh. So. Ja, Kapazität erreicht. Was machen wir mit dir? Fans halt. Darum geht's ja eigentlich. Eigentlich müssen wir Fans ganze Zeit nur machen, wenn es danach geht. Investieren. 2500 würde es kosten. Dann warten wir den Tageswechsel ab, was wir denn noch an Geld haben. Und dann schauen wir mal, ob investieren sich jetzt lohnen würde. Nochmal auf ein neues Mädchen. Dann haben wir das vorletzte Mädchen schon mal. Dann dürfte ich ausruhen. Da kam der Cash Day. Das ist echt noch in Ordnung. Warum ist echt das Mädchen noch? So, sobald hier eine frei ist. Du dürfst dich ja recruiten. So. Die arbeiten ja auch 24-7, muss man mal sagen. Ne? Also, abgesehen davon, dass sie manchmal relaxen müssen, aber das tun sie auch im Spa. Also, ist jetzt nicht so, dass sie zu Hause irgendwie mal sind, ne? Die haben kein Zuhause mehr, die Mädchen. Naja, meine Chefin sozusagen, die kommt mir auch ein bisschen suspekt vor. Also, wer weiß, was hier genau läuft. Nee. Ich will da welche reinschicken, Mensch. Kann ich nicht. Zu voll alles. Muss ich echt langsam mal hier investieren. Was ist 5000? 5000 investieren wir eben. So.
Wir sind schon bei Tag 20. Ich glaube, Tag 31 war unser Ziel, oder? War das 31? Ich weiß es nicht mehr sicher. Da müssen wir so viele Fans wie möglich haben, damit wir diesen... Mindestens möchte ich den goldenen Pimmel haben, damit es mal klar ist. Ja, alles andere wäre einfach nur enttäuschend. So. Du dürfst dich dann mal ausruhen. Währenddessen können wir wieder jemanden rekrutieren. Outreach, ich weiß nicht, Outreach Addicted, das ist mir echt nichts. Sometimes Frequency ist auch relativ viel. Sie kostet auch 256 die Stunde. Ich bin für Lillian ist ein Goffbread. Ja, nehmen wir die. Komm, Goffbread. Bedient wieder. Ah, jo. Mom would be so proud. Maul, Goff and Pretty Baby Hairstyle ist Teen tätowiert. Ja, das haben wir schon, aber meine Güte. So. Du mach dir ein paar Fans hier. Wobei, bestellen wir lieber die Fans machen. Halt nochmal ein paar Fans hier machen. Alle machen nur noch Fans. Jetzt, wir hätten Zigaretten machen sollen. Verdammt. Jetzt haben wir so viele Raucher hier. Okay, alle jetzt Zigaretten holen schicken. Eindeutig. Alter Schwede. Ja, das ist schön. Jetzt muss ich echt hier auf Zigaretten achten, ey. So, jetzt haben wir erstmal ein bisschen Zigaretten, würde ich sagen. Oh Gott, immer mehr Mädchen, wird immer stressiger, Mensch. So, Promo haben wir heute auch gar nicht gemacht, Mensch. Hot Chocolate machen wir hier ein bisschen Promo und dann ist gut. Mehr kriege ich gerade, glaube ich, auch nicht Geschisse. So. Na ja, der muss ja auch wieder Dings holen. Dann holst du dir noch ein paar Fans. Ist gleich schon wieder Payday. Oh Mann. 1500, okay. Bis auf 5000 kommen, das war nochmal kräftig was investieren können, dass mehr Mädchen hier lässig campen können. Das Gebäude ist immer brechend voll, wir können da schon nichts mehr machen. Das ist immer nicht so gut. So, aber heute noch ein bisschen Promo gucken. Classes, weiß ich nicht. Asian, ja. Die anderen sind immer so 1000, das ist mir echt zu viel momentan. So, holen wir mal hier aus dem Spa raus. Ja, dann Fans halt machen, wenn ihr das sonst nichts habt. Die können auch nur Fans machen, weil die hier Camp Show voll sind. Hey. Ausruhen. Show machen. Müsst ihr schon wieder Zigaretten kaufen gehen, ey. Ich will jetzt Regen kaufen. Wenn hier schon wieder so viel Geld drauf liegt. Oh Mann. So. So, jetzt haben wir wieder einiges an Zigaretten. So, sehr schön. Spa beschleunigen. Mädels, nicht immer noch ins Spa rumhängen. Ne? Dafür werdet ihr nicht bezahlt. So, was ich jetzt... Ich brauche die 5000, Mensch. Wenn, dann gucken wir es am morgens nicht, dass es wirklich das Geld in dem Schlag alle ist. In der Zeit tun wir aber halt ein paar Fans euch holen, ne? Beschleunigen wir das oder ne, holen wir lieber das Geld. Ja, und dann liegt da eigentlich sein Geld bereit. Das sieht doch eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, dass wir investieren können am morgigen Tag. Ja. Fast 7000 hier. Ne, haben sogar 7000, wenn wir alles eingesammelt haben. Währenddessen manche ja noch die Show machen.
Mensch, 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 das läuft doch. Wenn es mit den Fans so schnell hochgehen würde gerade, wäre natürlich noch besser. Aber naja, man kann nicht alles haben. So, bald kommt der Payday, da bin ich gespannt, was ich noch übrig habe. Je nachdem. Tun wir dann halt uns eine Investition leisten oder eben nicht. Ja, die Karte. Oh. Ach, 21 Tage. Oh Gott. Ich dachte, das wäre... Oh, ich dachte 31, nicht 21 Tage. Ups, da habe ich mir was falsch gemerkt. Okay. Ach du meine Güte, aber zum Schluss war es eine positive Summe, das war schon mal nicht schlecht. Most populär, sorry, most populär Fetisch, Shabby, most populär Fetisch, okay. Welchen Pimmel kriege ich jetzt? Wahrscheinlich 377, oder? Was zählt das jetzt hoch? Darum sehe ich es doch schon. Hä? Oh, das gibt jetzt irgendwelche goldenen Münzen. Token I use to unlock new hairstyles and outfits in the run room via the title screen. Aber damit habe ich keinen Pimmel verdient. Oh God, what the fuck am I supposed to do? Were you even awake? Did you leave the room with a clock running? Ups. Ugh, alright. Maybe I'm being a little harsh. You tried. I guess that counts for something. Not much though. Thanks for playing, fam. If you want to keep messing around in this file just for fun, that's cool. Or you can play again, try to beat your score and earn some more wardrobe tokens. Ah. It's up to you. Personally, I don't really care. Das ist wirklich wie ein Klickerspiel. Later. Also ein Tipp-Ding so vom Handy. Was? Zensurbalken? Und jetzt kann ich in die Garderobe gehen und mir Outfits für die frei holen. Dann kann ich die wirklich nur umziehen, so wie ich dachte. Oh komm, wir holen eins was für Niki, für Lillian und Zoe oder so. Hairstyle. Okay, machen wir es so. Und so. Okay, nehmen wir das. Das ist doch... Dann aber so bleiben. Dann so. Warum? Continue, komm. Ja, keine Trophäe, ich weiß. Kann ich jetzt? Ach, auf A muss ich drücken. Schön, you want to learn? Yes. Zensurbalken bitte? Regie, haben wir jetzt Zensurbalken? Nein? Okay. Das wird dann also doch nichts. So, die Frage ist jetzt, wie kriege ich jetzt wieder Token? Hier ist ja nur Quit und sonst was. Muss ich dafür irgendwas tun, ist die Frage. Dass ich nochmal Token bekomme. Nochmal 21 Tage spielen oder... das ist jetzt die große Frage. So, es ist früh morgens, wir wollten investieren in... Bam, 5 Mädchen im Gebäude. Damit da noch mehr Geld rumliegt. So. Ich weiß wirklich nicht, ob es jetzt sinnvoll ist, was ich mache oder nicht. Ich hoffe einfach, ja. Ja. Vielleicht kann ich ja wirklich noch eine Trophäe irgendwie verdienen oder so. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Wir müssen Zigaretten holen. Ah, die muss ich erstmal ausholen. Dann holen wir uns die relaxten, lassen die schneller relaxen und sollen die Zigaretten holen, die relaxten. Done and done. Fertig und fertig, oder was? Ich glaube, in Deutschland sagen wir fix und fertig. Das ist vielleicht da so ein... Wir sollten vielleicht auch mal investieren darin, dass wir mehr Zigaretten bekommen vom Zigarettenkaufen. Das wäre vielleicht auch mal ganz praktisch. So, kann da jetzt noch einer rein? Ja, dann machen wir das auch. Du kannst dich mal ausruhen. Du bist bei ganz schön 4%. Du gehst nochmal. Oh, Errungenschaft. Diversity Day, was auch immer das ist. So, du bist wartend, kannst da nicht rein, dann holst du noch ein paar Fans.
Investieren, nein, ich dafür. Nee, nicht investieren. Promo wollte ich meinen. Asian, ja. Fletchest haben wir. Ebony haben wir. Und damit ist unser Geld alle. Na super, was habe ich jetzt schon wieder angestellt? Naja, Weed ist verbraucht, alles klar. Geld, 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 Geld. So, passt nicht, also da wieder rein. Du kannst dich mal ein bisschen ausruhen. Der Tag bald rum ist, tue ich mal lieber jetzt Geld collecten, damit bei Payday hier nichts sonst passiert. Da können wir die echt, können wir jetzt hier auch? Ah, hier können wir jetzt auch jederzeit ändern. Okay, es ist also nicht nur im Hauptmenü, man kann auch hier im Spiel ändern. Das ist okay. Soll ein Hauptmenü denn echt immer was freischalten? Ich frage mich, wie wir halt die nächsten Token dann bekommen. Weil so war es ja, weil die 21 Tage rum sind. Wird jetzt jedes Mal geguckt, nach jedem Tag oder... Müssen wir auch mal wieder Alkohol holen, sehe ich gerade. And done. Dann holst du mal Alkohol. Danach kannst du 1400, okay. Ausruhen. Dahin. Also du bist auch fertig. Dahin. Also machen wir. Stellen wir das mit den Drinks besser. So. Auch mal ausruhen. Jetzt können wir wieder ein bisschen Promo starten vielleicht. Bondage Fit, Squirting, Asian. Oh, ja. Asian. So, ich müsste vielleicht investieren daran, dass ich schneller Geld dann absammle. Wo war denn das? Auto-Collect wäre natürlich auch nicht so schlecht. Ja, da komm, machen wir gleich beides. Dann haben wir hier richtig schnell 40 das Geld mit. Naja, jetzt kriegen wir das Geld schnell runter. So wie wir da mal lagern. So, aber bevor wir hier weitermachen, machen wir wieder einen kleinen Aufnahmestopp. Das ist so jetzt der Tag nach dem Tag sozusagen. Ich schau mal, ob wir vielleicht irgendwie da wieder diesen Token bekommen, mehr Kleidung freizuschalten. Falls euch wirklich alle Kleidung interessiert, mir wirklich sagt, ich möchte alles sehen von allen Mädchen, dann haben wir noch sehr viel Zeit hier drin zu verbringen. Aber ich kann es ja, das ist ja jetzt ein Spiel, das kann nebenbei, sage ich mal, ein bisschen bei mir am Tag laufen. Dann schaue ich mal, dass ich so viel wie möglich freischalte. Ich erstmal herausfinde, wie ich freischalte und dann vielleicht mehr mache. Dann machen wir so zwischendurch mal so einen Zeitsprung. Falls es interessiert, gerne die Kommentare schreiben, weil dann gucke ich mal, dass ich das so zwischendurch mal machen kann. Dann machen wir immer mal so einen Zeitsprung und dann zeige ich, was ich alles so freigeschaltet habe. Ja, also ruhig eine Kommentare damit, wer hier die Outfits und die Haarstyles der anderen Mädchen sehen möchte. Ihr könnt dann immer so einen schönen Screenshot. Na egal. Jedenfalls, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ihr anders gerne einen Daumen da kommt, da würde ich mich riesig freuen. Bis dahin. Tschüss.